Was kann ich für dich tun? Sunny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sunnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sunny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib undercover, bis es vorbei ist, okay? Gehst du zu Chubbs Begräbnis? Zu viele verdammte Begräbnisse in letzter Zeit. Vito, das Arschloch. Hätte nicht gedacht, dass er das Welcher nicht bekloppte hätte die Eier Sunny Blue zu verarschen? Ich versuche immer noch herauszufinden, wie dieser Neger, der Ralph abgeholt hat, ins Bild passt. Vielleicht ein Partner? Auf keinen Fall. Ralphs Leute sind seit Urzeiten in der Southern Union. Kann mir nicht vorstellen, dass er mit dem Nigger zusammenarbeitet. Ich bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Ich glaube, der Nigger kommt zurück. Und wir müssen bereit sein. Dann schaue ich halt woanders nach. Verdammt! Verdammt! Erschieß den Arsch endlich! Ist hier! Du bist tot, du Los, weißt Jenna. Es nur noch nicht! Ich finde dich, du Schwuchtel! Lass den Nigger nicht entkommen! Ich mach hier drüben weiter. Mach uns fertig! Was liegt an? Er schlachtet uns ab! Nur eine Frage der Zeit, wann ich dich finde. Hä? Er schlachtet uns ab! Das tun. Für mich allein. Hab dich, du Arschloch! Und schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Da, da! Seht ihr ihn! Ja. Da! Ich verstecke mich! Wir haben einen Gast! Hast du den?
den Verstand verloren? Er nagelt mich hier fest! Scheiße! Du könntest der Bratwurstkönig von New Bordeaux sein, wenn du für mich arbeitest. Na, wie klingt das, Sonny? Na sicher. Ich mag es sowieso irgendwie, hier zu arbeiten. Gut. Burks Leute werden sich melden. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Wenn wir die Distille zurückerobern, kann dieses fette Arschloch Barbieri nirgendwo anders mehr hin. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten. Als sein Vater aus Irland floh, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Sal Marcano auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Habt eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schreiben wir selbst welche. Ja. In angeblicher Notwehr erschossen hat, wurde verhaftet. Laut The Priest Verteidiger sah sich der Staatsanwalt durch Bürgerrechtler und das wachsende National. Brauchst du was? Du hast also Sunny Blue erledigt. Das wird mein alter Herr gern gehört haben. Thank you.
willst du was? Hab gar keinen Platz mehr für das ganze Geld. Komm doch mal her, dann gibt's noch mehr. Ich habe ein paar Steine gebraucht, um meinen Laden wieder aufzubauen. Danke. Hey, Lincoln, dank dir ist hier wieder alles normal geworden. Du bist dieser Typ. Lincoln Clay. Vito hat mich zu dir geschickt. Wir sollen doppelt so viele Lieferungen machen. Dadurch verdoppelt sich aber das Risiko, der Küstenwache ins Netz zu gehen. Ich fürchte, da werde ich dir nicht groß helfen können. Dann kümmere ich mich selbst drum, hijo de la gran puta. Ich brauche wen, der die Lagerhäuser füllt, damit die Kohle reinkommt. Über wie viel reden wir? Keine Angst, es wird sich lohnen für dich. Du musst Traksch überfallen für die Ware. Sollte kein Problem sein. Ich lass dich wissen, wenn ich den ersten hab. Du hast ihm nicht nur das Leben gerettet. Er ist wieder der Alte. Das ist Vito. Ich meine, diesen Vito habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte, dass er so bleibt, wie er jetzt ist. Was genau willst du mir damit sagen? Was passiert denn als nächstes? Du brauchst ihn? Und uns brauchst du auch. Wenn du Marcano jetzt in den Arsch fickst, landet er dann wieder im Kühlraum? Würdest du mir glauben, wenn ich Nein sage? Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube sowieso nicht vielen Leuten. Und wenn Vito zu mir kommt und sagt, so ist es, dann soll es so sein. Wenn du Leuten von Greco begegnest, leg sie einfach um. Das macht uns die Sache einfacher.